Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute soll es eine Rezension von mir geben und zwar zu Crush Me Tenderly von Kathi Weber. Ich habe dieses Buch als Rezensionsexemplar bekommen, also vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Ich habe euch ja bereits schon Band 1 und Band 2 rezensiert. Der ein oder andere von euch kann sich ja vielleicht noch daran erinnern, dass ich von Band 1 und Band 2 schlichtweg begeistert war. Ich werde euch die Rezension auch nochmal unten verlinken. Ich mochte die Bücher unglaublich gerne und war ja sehr, sehr gespannt auf dieses. Und in diesem Buch geht es um Easton und Harper. Harper ist quasi das Hausmädchen von Easton und Easton ja, ist ein Ekelpaket. Dazu kommt dann noch, dass er quasi an unkontrollierbaren ja, Aggressionen leidet und ja, die lässt er gerne immer und überall raus. Und ja, Harper und Easton, wie gesagt, Harper ist Eastons Hausmädchen beziehungsweise in dem Elternhaus von Easton ist sie das Hausmädchen. Und ja, Easton lässt natürlich keine Gelegenheit aus, um ihr das Leben schwer zu machen. Aber da hat er ja die Wette nicht mit Harper gemacht, denn diese ist ja voll bei der Sache und sie hat auch einen ganz bestimmten Grund und sie möchte diesen Job unter gar keinen Umständen verlieren und ja, deswegen würde sie nahezu alles machen und alles durchstehen. Und ja, was das für ein Grund ist, müsst ihr natürlich selbst lesen. Und ja, außerdem gibt es da noch eine kleine andere Sache, die Harper und Easton ja quasi gezwungenermaßen zusammenführt. Aber auch das müsst ihr selber lesen, da möchte ich euch nicht spoilern. Ich muss sagen, mir hat das Buch wieder sehr gut gefallen. Ich fand es ein ganz kleines bisschen schwächer als die anderen. Aber ich fand es nicht schlecht, auf gar keinen Fall. Der Schreibstil war wieder super gut, super flüssig. Ich mochte die Charaktere. Ja, Easton ist so ein Fall für sich. Er war halt manchmal echt arschig. Ich konnte ihn teilweise echt nicht verstehen, muss ich sagen. Also ihr wisst, ich mag Bad Boys und auch arschig mag ich eigentlich echt gerne. Ja, ich hatte so meine kleinen Probleme mit Easton. Harper mochte ich unglaublich gerne. Sie ist einfach eine starke junge Frau, die sich nicht von diesem Kerl einschüchtern lässt. Sie ist nicht wie andere. Sie lässt sich halt nicht einschüchtern und macht nicht das, was er gerade von ihr verlangt oder was auch immer. Und ja, das fand ich so toll an ihr. Und sie kämpft halt für eine ganz bestimmte Sache und steht dafür ein. Und es war einfach so, so süß. Und ich mochte die beiden zusammen echt gerne. Aber Easton, so im Einzelfall, war manchmal echt ein komischer Kandidat. Da waren so ein, zwei Szenen, wo ich mir so gedacht habe, okay, warum macht er das jetzt? Und ja, ich konnte es teilweise nicht verstehen, aber es hat dem Buch in dem Sinne keinen Abbruch getan. Wie gesagt, ich fand diesen Band ein ganz kleines wenig schwächer als die anderen. Aber ja, die Messlatte ist auch unglaublich hoch. Erstmal, das Cover ist auch wunderschön. Die Bücher sind insgesamt wunderhübsch, weil sie haben hier so Sprenkel. Das sieht man jetzt leider gar nicht. Genau, der Schreibstil war toll. Ich fand die Geschichte wirklich klasse und ich mochte auch die ganze Clique. Man ist natürlich, es geht halt um eine Clique und es sind immer zwei neue Leute, um die es dann in den einzelnen Bänden geht. Und ja, natürlich hat man wieder dann die Leute getroffen, die man schon in den anderen beiden Bänden getroffen hat, was ich persönlich immer sehr gerne mag und was auch in diesem Buch super gut gelungen war. Und es war auch nicht zu aufgesetzt, weil manchmal ist mir das zu viel. Dann unternehmen die mehr mit der Clique, als sie eigentlich alleine sind. Und das ist mir, das mag ich nicht so gerne, weil ich möchte die beiden Protagonisten, die sich da annähern, natürlich auch mal alleine erleben. Und das ist hier, wie gesagt, super gut gelungen. Und ja, Schreibstil, habe ich schon gesagt, war richtig locker. Und ja, ich mochte, es war wieder so richtig harmonisch. Es war auf jeden Fall ein Wohlfühlbuch. Man konnte es locker leicht lesen. Und ich habe mich einfach wirklich rundum wohlgefühlt. Ich mag diese ganze Welt. Und wie ich schon gesagt habe, die Protagonisten und die Clique, ja, finde ich einfach ganz toll. Und es ist einfach so ein Buch, das schlägt man auf. Und ja, man kann darin versinken. Es lässt sich leider sehr, sehr schnell lesen. Nicht, weil es wenige Seiten sind. Es hat 340 Seiten, eigentlich ganz solide. Aber man fliegt nur so durch die Seiten, man möchte eigentlich immer weiterlesen, weil es ist jetzt nicht so, dass es so, dass die Nerven zum Zerreißen gespannt sind, weil es so unglaublich spannend ist. Aber es ist einfach, es ist schon spannend. Also man möchte schon wissen, okay, wie geht's jetzt weiter? Ich möchte jetzt doch noch wissen, was passiert. Okay, es ist so ein typisches, okay, noch ein Kapitelbuch. Und ja, ich kann diese Reihe absolut empfehlen und ich freue mich schon auf die nächsten Bände. Ich habe ein Buch gesehen, es gibt glaube ich noch zwei nach aktuellem Stand und ich freue mich unglaublich drauf, weil es ist halt so eine richtig schöne New Adult Reihe, wie ich auch schon oft gesagt habe, die
ohne viel Drama auskommt, aber auch ohne dieses ganze Drama nicht langweilig ist, sondern einfach unterhaltend und super nett und einfach richtig cool zum Lesen. Ich kann euch das auf jeden Fall empfehlen, vor allem auch für New Adult Anfänger. Also wenn ihr einfach mal in dieses Genre reinschnuppern möchtet und ihr seid euch nicht so ganz sicher, womit ihr anfangen sollt, dann kann ich euch diese Reihe auf jeden Fall empfehlen. Ich zeige euch gerade nochmal eben die anderen Bände. Und zwar ist das Band 1, der schöne goldene. Das ist Band 2 und das ist Band 3. Und sehen sie nicht schön aus? Ich finde, diese Bücher sind ein Traum. Und schaut sie euch an. Ich hoffe, ihr seht diese Sprenkel. Ich finde sie einfach wunderschön. Und ja, sie sind nicht nur schön von außen, sondern auch von innen. Und das soll es eigentlich auch schon gewesen sein mit meiner klitzekleinen, kurzen, knappen Rezension. Wie gesagt, ich mochte das Buch sehr, sehr gerne. War für mich der schwächste Band der Reihe, wenn ich es jetzt daran messen müsste. Aber nicht so, dass ich sagen würde, mega schwach. Also, ne, verstehe mich nicht falsch. Für mich halt, die anderen beiden haben mir besser gefallen, aber trotzdem war das Buch wieder super gut und super schön. Und ja, ich verlinke euch die Reihe unten in der Infobox. Schaut super gerne mal da vorbei. Ja, und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!